wichtiges Kernstück im Ayurveda sind die Doshas. Ein Dosha ist eine Bioenergie, also eine Regelkraft, die nicht nur die Natur, den Jahresrhythmus, sondern auch uns als Menschen maßgeblich beeinflusst. Wir haben insgesamt drei verschiedene Doshas, und zwar sind das Vata, Pitta und Kapha. Ich möchte dir die im Folgenden gern etwas näher bringen. Das Vata-Dosha ist geprägt von dem luftigen Element, von dem Raumelement, und das Vata-Dosha kannst du dir vorstellen wie ein dynamisches Prinzip oder ein sehr bewegtes Prinzip. Das heißt, das Vata-Dosha ist in der Natur, aber auch in uns für alles verantwortlich, was Bewegung macht. Das heißt, wenn du ein- und ausatmest, die Bewegung deiner Organe, aber auch Nervenimpulse, die sich natürlich durch deinen Körper fortleiten. Das Pitta-Dosha ist das Feurige, also es ist sehr von dem feurigen Element geprägt, und das ist das Transformationsprinzip, was wir in der Natur, aber auch in uns finden. Das heißt, diese Transformation kannst du am Stoffwechsel feststellen, wenn sich die Zellen verändern, an deinen Regenerationsvorgängen, also alles, was eine Veränderung in deinem Körper durchmacht, das ist vom Pitta-Dosha geprägt. Das dritte Dosha ist das Kapha-Dosha, das ist das erdige Dosha. Das hat viel mit dem Element Erde zu tun, und das finden wir als Strukturprinzip in uns und auch in der Natur. Das heißt, Struktur ist alles, was du anfassen kannst, und wir finden das Kapha-Dosha überall, wo du wirklich sagen kannst, hier haben wir Gewebe, also den Knochen, Muskel, alles, was du anfassen kannst, aber natürlich auch in Form der Organe, die dich ausmachen. Und diese Trinität, also dieses Zusammenspiel dieser drei Doshas, ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Mensch wirklich so leben können, wie wir das können, und natürlich auch etwas globaler gesehen für unsere Natur. Im zweiten Schritt ist es so, dass wir ja alle etwas unterschiedlich geprägt sind als Menschen und jeder diese drei Doshas in sich trägt, aber bei dem einen oder anderen vielleicht das eine oder andere Dosha etwas vorherrschend oder dominant ist. Deswegen sagen wir im Ayurveda, dass wir drei verschiedene Konstitutionstypen haben und natürlich auch ganz viele Mischtypen. Dieser Konstitutionstyp besagt, dass du eben mehr von dem Vata, mehr von dem Pitta oder mehr von dem Kapha in dir trägst. Und jeder Dosha-Typ bringt seine ganz eigenen Eigenschaften mit sich. Es gibt die Vata-Typen, die luftigen Menschen, die eben sehr von diesem bewegten Prinzip beeinflusst sind. Das heißt, sie sind sehr kreativ, sehr begeisterungsfähig, sehr schnell in ihren Gedanken, haben viele verschiedene soziale Kontakte und sind wirklich so flatterige Wesen, was sich auch im Körperlichen zeigt. Das sind Menschen, die eher feingliedrig sind, die eine eher trockene Haut haben, die vielleicht auch lockige Haare haben und die immer sehr, sehr schnell unterwegs sind. Es muss nicht jedes dieser Merkmale auf dich zutreffen, aber vielleicht kannst du schon so ein bisschen eine kleine Orientierung finden, was du für ein Typ bist. Der Pitta-Typ, der feurige Typ, das ist jemand, der im Geiste sehr schnell denken kann, der sehr leidenschaftlich ist, sehr fokussiert und auch sehr ambitioniert. Körperlich sind die Pitta-Menschen eher die athletischen Typen, die auch gerne Ausdauersport betreiben, die eher helle Haut haben, vielleicht auch Sommersprossen und auch helle Haare. Der Kapha-Typ ist jemand, der sehr von der Erde geprägt ist. Das heißt, er ist sehr geduldig, ein sehr liebender Mensch, der seine Routinen mag und der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Körperlich ist der Kapha-Mensch jemand, der auch im Körper sehr stabil auftritt. Das heißt nicht, dass er übergewichtig sein muss, ganz im Gegenteil, aber dass er einfach sehr, sehr robust ist, ein gutes Immunsystem hat, eine schöne Haut, große Augen, strahlende Zähne, wo man einfach sieht, dass das ganze Gewebe gut genährt ist. Was kannst du machen, wenn du für dich herausfinden möchtest, was du für ein Dosha-Typ bist? Nun, du hast hier vielleicht schon einen kurzen Eindruck bekommen und eine kleine Idee, was du sein könntest. Und wie gesagt, es gibt viele verschiedene Mischtypen. Deshalb ist es, wenn du das in die Tiefe erfahren möchtest, ist es wichtig, dass du zu einem Ayurveda-Arzt oder einem ausgebildeten Ayurveda-Therapeuten gehst, um hier wirklich eine sogenannte Konstitutionsanalyse ganz, ganz ausführlich durchführen zu lassen. Wenn du hier ein wenig mehr darüber erfahren möchtest, kannst du natürlich auch einen schriftlichen Test machen, wo du viele verschiedene körperliche Merkmale anschaust und für dich ankreuzt und somit mal eine Idee bekommst, was für ein Dosha-Typ du bist. Wenn du für dich deinen Konstitutionstypen
kennst, kannst du natürlich den Ayurveda sehr, sehr spezifisch für dich anwenden. Wenn du den Konstitutionstypen für dich noch nicht analysiert hast oder das jetzt auch erstmal nicht vorhast, ist das gar kein Problem, denn der Ayurveda bietet natürlich sehr, sehr viele Empfehlungen, die wirklich allgemeingültig sind und die du auch unabhängig von deinem Dosha-Typ wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst.